wirklich jeder Mensch, der in Starbucks sitzt. Oder liege ich da etwa falsch mit? Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter Hogwarts Mystery. Mit mir, dem Dougie-LP. Ich hatte gerade kurz einen Brain-AFK. Ja, Leute, in der letzten Folge habe ich meinen allerersten Arbeitstag... Naja, eigentlich hat er noch gar nicht begonnen. Also wir sind angekommen halt bei der Arbeit. Aber, naja, also für mich hat damals immer die Arbeit angefangen... Wenn sie vorbei war. Hey, warte mal, das macht gar keinen Sinn. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass... Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Leute, es ist mal wieder früh am Morgen. Ich bin am Aufnehmen. Mein Gehirn funktioniert noch gar nicht so richtig gut. Und ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal allen einen schönen Tag. Und schön, dass ihr hier bei der Folge dabei seid. So, jetzt, ich krieg das hin, Leute. Wir machen da heute eine gute Folge draus. Ich bin da voll überzeugt von... ja, wird schon werden. Wir müssen allerdings erstmal damit anfangen, die Nebenaufgabe zu erfüllen und irgendwie... Hallo? Hallo? Ach komm schon, ey. Nee, ernsthaft. Ich wollte gerade sagen, eine gute Folge. Ich laber Blödsinn und jetzt spackt das Spiel ja auch noch rum. Hallo? Nö, es hängt, Leute. Seht ihr das? Es hängt. Ich kann nichts drücken. Dann Hogwarts Mystery nochmal anmachen. Wir kriegen das hin, Leute. Next try. So, da sind wir wieder, Leute. Next try also jetzt. Und hoffentlich klappt es. Und es klappt tatsächlich sogar. Aber eigentlich muss ich da gar nicht drauf drücken. Denn ich weiß schon, wo ich hin muss. Genau. Was? Oh, ja, genau. Nämlich durch meine ultramäßigen Fähigkeiten, durch die Zeit zu reisen, weiß ich natürlich, ja, dass ich hier wieder in die große Halle zurück muss, in die Zeit zurückreisen muss, als ich noch Schüler auf Hogwarts war. Um mein... Ja, bleibt mir glatt die Spucke im Hals stecken. Um meinen Salamander zu trainieren, Kakao warm zu machen. Ich würde gerne sagen, Leute, dass das Schwachsinn ist, der nicht stimmt und den es nicht so gibt. Aber das ist Hogwarts Mystery, Leute. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Hallöchen. Wo ist mein Feuersalamander? Ich möchte auch einen haben. Ja, dann kauf dir ein Mädchen. Meine Güte, ey. Eigentlich sind diese Haustiere in Hogwarts gar nicht erlaubt. Es sind eigentlich nur Eulen, Katzen oder Kröten gestattet, aber das juckt niemanden in Hogwarts Mystery, weil da alles Leute sind, die einfach keine Ahnung von dem Franchise haben. Hallo. Hoffentlich wissen diese beiden, was sie mit dem Feuersalamander tun. Ansonsten können sie sich ziemlich übel verbrennen. Wer bist du? Ja, schön, alles klar, gut zu wissen. Hallo? Der gut aussehende Slytherin ist wieder da und hat noch einen anderen Feuersalamander dabei. Welcher gut aussehende Slytherin? Ich bin Hufflepuff. Keine Ahnung. Alles ist bereit, Daniel. Wir werden Salamander den Kakao-Aufwärmtrick beibringen, wenn sich Vulkan von der Schuppenfäule erholt. Oder stirbt. Wie läuft Vulkans Erholung? Hagrid meinte, dass es ihm bald wieder besser gehen wird. Bis zu unserer Lagerfeuerparty ist er bestimmt wieder auf den Beinen. Aber um ihn zu schonen, sollten wir darauf verzichten, irgendwelche Tricks von ihm zu verlangen. Und darum brauchen wir Salamander. Ja, er sieht hyped aus. Ja, mega. Du meintest vorhin, dass es unmöglich sein wird, deinem Salamander den Kakao-Aufwärmtrick beizubringen. Nee, nicht unmöglich, aber ich habe keinen Bock, Barnaby. Ich will wieder in die Gegenwart reisen, bitte. Was hältst du von der Idee, Salamander den Trick jetzt beizubringen? Zuversichtlich, unsicher, schrecklich. Ich fühle mich absolut schrecklich. Du meintest, dass es Jahre gedauert hat, bis dein Onkel Cecil Vulkan diesen Trick beigebracht hat. Aber wir haben nicht annähernd so viel Zeit. Ich befürchte einfach nur, dass ich dich enttäuschen und dein Lagerfeuer verderben werde. Nö, das befürchte ich eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, ist mir eigentlich auch scheißegal. To be honest. Das wird nicht passieren, Daniel. Ich glaube an dich und an Salamander. Du hast ein besonderes Talent für magische Geschöpfe und für alle anderen Dinge, weil du bist eine Mary Sue. Und ich werde dir nach Kräften helfen, also gar nicht. Wenn wir zusammenarbeiten, wird Salamander diesen Trick im Handumdrehen lernen. Danke, Barnaby. Ich will eigentlich hier nur ganz schnell wieder weg. Glaubst du, Salamander braucht magische Worte, um den Trick aufzuführen, so wie Vulkan? Das werden wir wohl herausfinden müssen. Lass es uns ausprobieren.
Lass uns anfangen, Salamander den Kakao aufwärmtrink beizubringen. Nee, ich will wirklich nicht. Ehrlich, Leute, gar keinen Bock. Immerhin nur 3 Stunden, ahoi. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich irgendeine Wahl, Leute, wenn wir gleich noch die Hauptstory weiterspielen wollen. Genau, also bis gleich. So, dann nochmal beobachten und wir haben die Aufgabe erledigt. Nochmal 50 Waffen, die ich auf jeden Fall brauchen kann, weil dafür gibt es Energiepunkte. Und 50 Münzen, die ich für Penny brauche, weil sie eine sehr teure Freundin wird, ist. Es ist natürlich, sie ist schon meine Freundin. Also, sie weiß das noch nicht, aber ich weiß das. Einsammeln! Ich glaube, gleich haben wir es geschafft. Ich könnte schwören, dass Salamander weiß, was wir wollen. Aber irgendetwas fehlt uns noch. Sollen wir dieselben Worte versuchen, die mit Vulkan funktioniert haben? Salamander hat Vulkan die ganze Zeit über beobachtet. Weißt du noch? Ich schätze, es ist einen Versuch wert. Mal sehen, ob es klappt. Sag die Worte, mit denen du Vulkan dazu gebracht hast, Onkel Cecils Trick aufzuführen. Kochendes Getränk, leckerer Kakao, heiße Schokolade. Leckerer Kakao. Ich glaube, ich erinnere mich an die richtigen Worte. Leckerer Kakao! Sieht irgendwie eher aus, als würde der die Teekanne bumsen, aber ich weiß auch nicht, Leute. Genau, aber hatten sie bei Salamander dieselbe Wirkung wie bei Vulkan? Es hat funktioniert! Salamander hat den Trick gemacht! Salamander scheint sich diese Worte vorhin bei deiner Vorführung gemerkt zu haben. Oder einfach nicht so ganz strunzdoof zu sein wie dein kaputter Salamander. Und braucht einfach nur einen Tag dafür. Was für ein aufmerksamer Salamander. Ich freue mich total für dich, Daniel. Jetzt haben wir einen Salamander, der den Kakao-Aufwärmtrick bei unserem Lagerfeuer schafft. Es freut mich, dass Salamander und ich helfen konnten. Ich weiß noch, dass du gesagt hast, wie viel dir das bedeutet. Allerdings... Das erinnert mich an einen Campingausflug mit meiner Familie, als ich noch klein war. Schön, ich will gar nichts darüber wissen, Barnaby. Es fällt mir schwer, darüber zu reden, dann red nicht darüber. Aber ich habe nicht viele schöne Erinnerungen an meine Eltern. Ja, sie bestimmt nicht auch, an dich. Sie dachten, dass ich nicht das Zeug dazu hätte, als Todesser in ihre Fußstapfen zu treten. Ja, das unterschreibe ich. Falls es dich interessiert, ich bin dankbar, dass du das nicht getan hast. Ich auch, Daniel. Aber Onkel Cecil war anders. Eines Tages hat er uns auf einen Campingausflug mitgenommen. Alle waren dabei, sogar meine Oma. Onkel Cecil hat dann ein riesiges Lagerfeuer gemacht und uns seinen berühmten Kakao serviert. Und Vulkan hat seinen Kakao-Aufwärmtrick vorgeführt? Genau. Alle waren begeistert, sogar meine Eltern, die Todesser waren. Das ist irgendwie weird. Das ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen, die ich an sie habe. Auch wenn es albern ist, wollte ich diesen Moment mit meinen Freunden hier in Hogwarts nacherleben. Weil ihr alle für mich wie eine Familie seid. Oh, Barnaby. Du bist scheiße. Danke, dass du mir das erzählt hast. Jetzt verstehe ich, warum es dir so viel bedeutet. Es bedeutet mir eine Menge, dich als Zuhörer zu haben, Daniel. Ja, ich bin ja auch geil. Ich schätze, jetzt zählt nur noch das eigentliche Lagerfeuer. Haben wir alles getan, was wir konnten, um es vorzubereiten? Es ist offensichtlich, dass du und Salamander einander vertraut. Genau wie Onkel Cecil und Vulkan. Danke, Barnaby. Hoffentlich wird dann alles gut gehen, wenn wir den Kakao-Aufwärmtrick aufführen. Worauf warten wir denn noch? Lass uns mit der Lagerfeuerparty anfangen. Oh je, ich rieche eine 8-Stunden-Aufgabe nächste Folge, Leute. Gar keinen Bock. Ja, Herr Jemine, Lagerfeuerparty beginnen. Es ist an der Zeit für unsere Lagerfeuerparty. Kommt schnell hierher, dann können wir anfangen. Ja, alle warten nur auf Daniel Granger, Leute. So gehört sich das. Alles klar. Dann würde ich sagen, switchen wir jetzt wie abgemacht in die Hauptstory hinein. Teil 3 von 5, deinen Arbeitsplatz erkunden. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Leute. So, da bin ich wieder. Da ist meine komische neue Assistentin, die mir immer die Werkzeuge reicht, während ich die eigentlich wichtige Arbeit mache. Genau, so wird das laufen und ja, dann ab dafür. Oder doch nicht ab dafür. Ach, ja, los geht's. Alles klar, Leute. Süffige 8-Stunden-Aufgabe, ahoi. Ich hoffe mal, dass ich mit meinen Energiepunkten klarkomme. Bezweifle es aber doch sehr arg. Also werde ich gleich wohl wieder in die Tasche greifen dürfen. Yay, bis gleich.
So, Leute. Mit Ach und Krach habe ich mir die letzten Energiepunkte zusammengekratzt. Jetzt noch einmal nachsehen und dann müssten wir die Aufgabe, ja, bestanden haben und kriegen sogar noch mal eine Schokofroschkarte dafür. Dankeschön, Spiel. Einsammeln. Dieser Ort hier ist gigantisch. So etwas konnte ich mir nicht einmal im Traum vorstellen, als ich noch Hasenböcke auf der Farm meiner Familie gezüchtet habe. Ja, Daniel, was qualifiziert diese olle Weasley-Verklatschfrau dafür, hier zu arbeiten, wo ich, Daniel fucking Granger, die Mary Sue von Hogwarts und Held von Hogwarts und geilster Typ der Welt, auch bin? Also, for real, was ist an ihr, dass sie auf einem Level mit mir stehen soll? Und auch dann nicht, als ich im St. Mungo eine Ausbildung zur Heilerin gemacht habe. Ehrlich gesagt bin ich nicht einmal wirklich sicher, was ich hier verloren habe. Ja, das frage ich mich auch. Aber ich sehe schon, warum sie dich ausgewählt haben. Ja, mit meinem Onesie sehe ich auch sehr professionell und geil aus. Es liegt an deiner Gutherzigkeit. Ich fühle diese Aussage so sehr, Leute. Daniel Granger und Gutherzigkeit. Ist doch so. Einfach Leute. Klar, ich bin der netteste Mensch der Welt. Nicht jeder hätte mich auf den Müll in meinen Haaren hingewiesen. Ich habe mich drüber lustig gemacht, aber ja. Genau das. Aber mal ganz unter uns. Ich bin sicher, dass wir herausfinden können, warum wir hier sind. Und noch viel wichtiger ist, herauszufinden, was wir als nächstes zu tun haben. Nun, bis auf den Pausenraum haben wir zu den meisten Räumen keinen Zutritt. Und wenn das nicht funktioniert, können wir uns zumindest einen Snack genehmigen. Dann wollen wir mal in den Pausenraum gehen. Alles klar, Leute. Ja, also in der nächsten Folge holen wir uns einen Snack ab. Geil. Zum Pausenraum gehen. Ich bin bereit, zum Pausenraum zu gehen. Lass uns nicht länger Zeit verschwenden. Ja, ich verschwende hier gar keine Zeit. Ja gut, eigentlich doch. Ja, egal, Leute. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Ich werde jetzt erstmal ordentlich Energiepunkte wieder farmen für die nächste Folge, die safe mit einer 8-Stunden-Aufgabe ausgestattet sein wird, weil wir da das Finale von dieser Feuersalamander-Aufgabe erledigen. Und ja, Leute, sind wir ehrlich, also das wird so sein. Und deswegen spare ich lieber mal ein bisschen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben und auch gerne ein Abo auf meinem Logo an der Seite da. Und dann sehen wir uns allesamt wieder, hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao zusammen.